Digga, warum wir hier sind. So, Werner, willst du ganz kurz die Geschichte erzählen, wie wir jetzt dazu gekommen sind, weil viele interessiert das natürlich. Wie wir dazu gekommen sind, das war mein Auto. Was ist denn da los damit? Es ist heute nebelig. Also ich glaube, ein Zellenkart-Technologie hat das Ding. 400.000 habe ich gar nicht erwähnt. Also warm gelaufen. Ach du mein. Das ist der Wagenaufnahme. Da, wo wir den eigentlich hochheben. Oh. Ach, wie ihr das hier bei Mercedes abkriegt. Kein Problem, kauft euch eine 20 Jahre alte Mercedes. Der kommt einfach von selbst ab. So, das ist der TÜV-Prüfer, hat einen Schraubenzieher in der Hand. Und dann guckt er ja immer, ob da Löcher drin sind. So. Also okay, aber demnächst solltest du das schweißen lassen, ne? Ist noch, okay, ist noch ein Rahmen. Darf ich jetzt weiterarbeiten? Ich trinke zwar nicht, aber das sieht so aus, als hätte das einer mit 5 Promille geschnitten. Ey, das ist ein Army-Style. Das ist Army-Style. Und das liebe ich. Boah, ey, Reifen haben durchgedreht so nebenbei, ne? Schaut euch das mal an. Mann, über 9 cm. Guck doch mal, da ist mein ML tiefer. Ehrlich? Und das ist ein Geländeauto. Deswegen habe ich das natürlich auch gemacht. Nicht, dass ihr denkt, dass ich ein Assi bin oder so, dass ich eine S-Klasse tiefer lege oder so. Nein. Weil er kaputt war. Der hat 9. Einmal tiefer legen, andere Felgen. Das, was wir eigentlich lieben. Riesen Dankeschön, dass du an mich denkst. Ja. Und dass ich das einfach mitnehme, das ist krass. Also echt Dankeschön. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute verkaufe ich die S-Klasse. Ich auch. Shit, warum ist das Ding noch an hier? So. Und jetzt werden wir den erstmal versuchen zu überbrücken und mal gucken, ob der läuft. Jetzt haben wir den einmal überbrückt. Das Ding läuft nach einem guten halben Jahr hier. Boah, Power. Der Lenkrad sieht schon geil aus. Geiles Auto. Ich bin echt eigentlich traurig, dass wir den abgeben müssen, weil wir brauchen Platz. Und ich habe es an Shindy verkauft hier. Ich glaube nicht. Wie geht's dir erstmal? Das ist Mo. Ja, ganz gut. Hi Leute. Was machst du mit dem Wagen? Mit dem? Ja. Ja, der Motor kommt raus. Der soll in einen 140er, also W140 ja, reinkommen. Der Rest wird halt geschlachtet. Erzähl mal ein bisschen über dein Projekt. Ja, ich habe einen E30 bzw. 2. In einen kommt ein M60 B40 rein. Also das ist ein V8 aus dem E32, E34 und E38. Leistet 286 PS mit einem 5-Gang-Schaltgetriebe. Also ich werde das unten alles verlinken. Sehr, sehr interessantes Projekt. Und glaub mir, Mo macht so geile Projekte, der Typ. Also sein Projekt, aktuelles Projekt, ist schon krank. Also das müsst ihr euch auf jeden Fall reinziehen. Alles unten verlinkt, auch sein Instagram, da seht ihr auch viel mehr. So, ja, genau so. So, jetzt muss ich mich hier mal verabschieden von dem Auto. Darf ich noch einmal Gas geben hier? Also ich muss den Sound noch mal hören, bevor der weggeht. Ehrlich. Geiles Auto, was soll man sagen? Ich bin auch auf das Projekt gespannt, was die da machen. Also Mo, das werde ich verfolgen, ne? Mach das. Und dein Projekt auch. Auf jeden Fall. Das ist so geil. Gucken wir uns das nochmal an hier. Das hätten wir alles machen müssen. Ich hätte es auch gerne gemacht, ehrlich.
Ihr glaubt es nicht, die Schwelle hatte ich schon gekauft gehabt, ne? Aber leider kam es nie dazu. Und jetzt muss er weg. Ich freue mich, dass er jetzt in guten Händen kommt und dass sie ein geiles Projekt damit machen. Also schreibt mal bitte in die Kommentare. Sieht der nicht aus wie Shindy? Oh, komm, letzte Mamo. Das ist jetzt weg, echt. Ich habe ein weinendes Auge. Es war so ein geiles Auto. Ich werde da bedanken nochmal. Und ich muss nochmal sagen, ein richtig, richtig geiler Händler. Ihr müsst euch vorstellen, heute Morgen schreibt er mir, sagt, ey, ich kaufe dir den für diesen Kurs ab. Halbe Stunde später ist er gekommen, gar nicht diskutiert, einmal angeschaut, zack, gekauft. So muss das laufen. Die S-Klasse hochgeladen, ey, so viele Leute haben geschrieben, nur was die Preise geben, ehrlich. Weißt du, dann würde ich den zur Seite tun. ML? Ja. Ist auch weg. Hier schöne Grüße an Herr Takau. Das Auto wird ausgestellt irgendwo, aber dazu kommen wir noch, weil wir den jetzt mit TÜV fertig machen werden. Wir sind hier noch dran bei dem VH6, weil der läuft zurzeit nicht. Warum, weshalb, wieso, wird ihr morgen sehen. Nicht heute. Heute seht ihr das und morgen seht ihr dieses Video. Dankeschön fürs Zuschauen. Checkt auf jeden Fall Mo ab und wir sehen uns die Tage. Bis dann. Ciao. Langsam, langsam, langsam. Und? Oh. Hat der Druck da? Ja, natürlich. Ja, jetzt ja. Ja, ich merke es auch. Guck mal, wie er blubbert. Ja. Boah, Sabit. Also was für einen geilen Sound der bekommen hat. Einmal Kickdown. Ja. Boah. Ich finde, der hat einen sehr, sehr schönen Sound bekommen. Jetzt aber. Boah. Ey, kann das sein, dass er jetzt viel besser zieht? Das Gefühl hatte ich auch jetzt. Hammer, ne? Ja.